Ich spreche jetzt mit Rolf Frieling, genannt Hilton. Du bist jetzt seit 1998 Vorsitzender der Biker Union e.V. Erklär doch bitte mal dem Zuschauer, was die Biker Union ist. Ja, die Biker Union ist die größte Interessenvertretung für Motorradfahrer in Deutschland. 1986 als Dachverband der Motorradrocker Deutschlands gegründet, vertreten wir heute alle Arten von Motorradfahrer in der Politik, in den Institutionen und in der Öffentlichkeit. Du hast gesagt, größte Interessenvertretung. Hast du ein paar Zahlen für uns? Klar, wir haben etwa 4000 Mitglieder, verteilt über die gesamte Bundesrepublik. Wir haben 11 Regionalbüros der Biker Union. Wir haben etwa 60 BU-Stammtische, die als Anlaufstelle für Mitglieder, aber eben auch für Nichtmitglieder zur Verfügung stehen. Das ist quasi die BU vor Ort. Was muss ich mir unter dem Begriff Interessenvertretung vorstellen? Als Interessenvertretung arbeiten wir auf der politischen Ebene. Das heißt, wir versuchen, die spezifischen Interessen der Motorradfahrer oder der motorisierten Zweiradfahrer in die Entscheidungsprozesse der Politik mit einzubringen. Denn egal ob Mofa, Roller oder großes Motorrad, Motorräder sind keine Autos auf zwei Rädern. Um was geht es dabei konkret? Konkret geht es dabei zum Beispiel auf Bundesebene um die Mitarbeit an Gesetzgebungsverfahren, Beispiel Führerscheinrecht, Änderung des Führerscheinrechts. Es geht um die Zusammenarbeit mit dem Deutschen Verkehrssicherheitsrat, mit der Bundesanstalt für Straßenwesen, in deren Projekten auf Landes- und auf Kommunalebene geht es im Wesentlichen um Straßenzustand, das heißt um Bitumenreparaturen, unsachgemäße Bitumenreparaturen, um fehlenden Unterfahrschutz an Leitplanken und natürlich um Streckensperrung. Was macht die Biker Union auf internationaler Ebene? International sind wir sehr aktiv auf der Ebene des Dachverbands der Europäischen Motorradfahrerverbände FEMA, wo wir seit vielen Jahren Mitglied sind. Viele Gesetzgebungsverfahren werden heute auf EU- und zum Teil sogar UN-Ebene entschieden und dann nur noch in nationales Recht umgesetzt. Deswegen arbeiten wir daran, dass wir dort eben auch in die Entscheidung eingebunden sind. Das ist eine breite Palette an Themen, an denen ihr arbeitet. Hast du ein paar Beispiele für den Erfolg eurer Arbeit? Ich denke, der größte Erfolg der Arbeit in den letzten Jahren ist, dass wir nicht mehr vor verschlossenen Türen stehen, sondern dass wir als Experten zum Thema motorisiertes Zweirad in die Projekte frühzeitig eingebunden werden. Wir müssen also nicht mehr unsere Mitarbeit einfordern, sondern die Institutionen kommen auf uns zu. Sicher ein Highlight für unsere politische Arbeit ist die Mitarbeit an dem Merkblatt der Straßenbauingenieure, nennt sich Merkblatt zur Verbesserung der Verkehrssicherheit auf Motorradstrecken, MVMOT. Dieses MVMOT, was 2007 öffentlich veröffentlicht worden ist, hat in den letzten Jahren dazu geführt, dass hunderte von Stellen in der gesamten Bundesrepublik, Gefahrenstellen für motorisierte Zweiradfahrer in der Bundesrepublik, entschärft worden sind. Das ist für uns ein großer Schritt nach vorne und der hat vor allen Dingen auch Wirkung in die Zukunft. Die Biker Union ist ja schon lange politisch tätig. Gibt es Beispiele aus der Vergangenheit, die auch heute noch von Bedeutung sind? Ja, da fällt mir ganz spontan unser Kampf gegen den Tragezwang von Protektorenkombis ein. Wir sind selbstverständlich der Meinung, dass Motorradbekleidung sicher sein soll, egal ob Lederkombi oder eben Textilanzug. Aber wir sind der Meinung, dass wir schon selbst entscheiden können, welche Art von Motorradbekleidung wir tragen. Wenn wir damals den Kampf nicht erfolgreich zu Ende geführt hätten, dann hätten wir heute wahrscheinlich alle normierte Protektorenkombi im Schrank hängen. Und was sind die aktuellen Projekte, an denen gearbeitet wird? Aktuell ist in jedem Fall jetzt wieder die Weiterentwicklung dieses Merkblatts, von dem ich vorhin gesprochen habe. Dort sind wir wieder in der Arbeitsgruppe eingebunden und werden sicherlich auch maßgeblich an der Erstellung des neuen Dokuments mitarbeiten. Ein zweites Beispiel wäre unsere Streckensperrungsdatenbank, die wir im Internet aufgebaut haben, was für uns ein Hilfsmittel ist, mit dem wir die Arbeit gegen Streckensperrung deutlich verbessern wollen. Erstmal vielen Dank, Hilton.